Bald ist wieder Muttertag und meine Kinder haben mir gesagt, entweder sage ich ihnen, was ich für einen Kuchen will, oder ich bekomme einen Schokoriegel. Gut, ich habe mich entschieden, ihnen zu sagen, was ich für einen Kuchen will. Und nicht nur das, ich habe auch mit ihnen einen Kuchen erfunden, den wir alle gerne haben und der ganz einfach zu machen ist. Das ist ein Joghurtkuchen mit Mango und Kokos. Und da ist von allem was drinnen, was wir gerne haben. Ich liebe Joghurt, die Lilly liebt Mango, der Louis liebt Kokos und so sind wir alle glücklich. Und diesen Kuchen machen wir jetzt. Das Ganze geht sehr schnell vom Teig her, es ist ganz einfach und wir werden das dann mit einer Mango-Creme füllen und auch oben bestreichen. Aber dafür muss der Kuchen noch auskühlen. Aber ich greife zu weit vor, fangen wir mal mit dem Teig an. So, das ist schon der Teig, der ist fertig. Ich habe mir absichtlich etwas mit Joghurt überlegt, weil erstens finde ich es gesünder, zweitens liebe ich diesen griechischen Joghurt. Und außerdem müssen die Kinder nicht darauf schauen, dass die Butter rechtzeitig aus dem Kühlschrank genommen wird, weil sie weich sein muss oder so. Also es ist wahnsinnig unkompliziert. Und es macht den Kuchenteig so richtig saftig und leicht säuerlich. Also ich liebe das, es ist wirklich köstlich. Jetzt werden wir das da hineinfüllen und dann geht es schon in den Ofen, 180 Grad, 35 Minuten. So, die Kuchen sind jetzt im Ofen. Wir werden jetzt in der Zwischenzeit unsere Fülle vorbereiten. Wichtig ist, wenn ihr den Kuchen füllt, muss er ganz ausgekühlt sein. Deswegen habe ich schon einen vorbereitet. So schaut der Kuchen dann aus, wenn er fertig gebacken ist. Man sieht hier die Mangostücke und die Kokosflocken und das ist die andere Hälfte, also der andere Kuchen, den wir gebacken haben. Hier kommt jetzt die Fülle drauf und wir werden das Ganze auch mit derselben Masse dann toppen, also oben drüber streichen. Ich habe jetzt hier ein Quimik. Das ist ein Produkt, wo das schon ein bisschen steifer ist. Das ist ein Schlagobers-Produkt. Man kann auch, wenn man das nicht verwenden möchte, kann man auch Schlagobers und Topfen vermischen und das auch mit diesem Mangopüree vermischen. Das Mangopüree ist fix und fertig so gekauft. Das kaufe ich im Glas, im Supermarkt. Das ist super, das ist pures Mangopüree ohne Zucker. Und das mische ich jetzt einfach mit meinem Kümmel bzw. mit Schlagobers und Topfen und ein bisschen Honig und that's it. Das ist, wie gesagt, kinderleicht.
kinderleicht und super gut. Es ist ein schneller Kuchen, ein ganz einfacher Kuchen, den die Kinder sogar einkaufen können, die Zutaten dafür selbst, weil es ist nichts Exotisches dabei. Man kann das Ganze auch noch oben mit Mangostücken bestreuen, wenn man möchte. Also der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Mir reicht so. Und ich freue mich jetzt schon auf meinen Muttertagskuchen. Ich hoffe, er schaut ein bisschen.